Brokeloh bei Hannover. Einmal im Jahr verwandelt sich der kleine Ort in Niedersachsen in eine gewaltige Bühne. Für 5 Tage wird er zum Schauplatz eines monumentalen Fantasy-Spektakels. Wo sonst Pferde und Rinder grasen, entsteht Mythodea, eine fantastische Welt, in der eine Zeltstadt für fast 9000 Menschen errichtet wird und blutige Schlachten geschlagen werden. Es ist das weltweit größte Live-Action-Roleplay-Event. Die Teilnehmer dieses LARP kommen aus der ganzen Welt, um an dem einmaligen Erlebnis teilzuhaben. Im Münchner Stadtteil Sendling bereitet sich eine Gruppe von Live-Rollenspielern seit 3 Monaten auf das Spektakel vor. Gerade beim Schwert gibt sich Basti große Mühe, denn es ist mehr als bloße Deko. Die Waffe spielt eine entscheidende Rolle beim LARP. LARP, ja, also erstmal, das steht für Live Action Roleplay. Im LARP oder in der LARP-Szene ist es so, dass es verschiedene Ausrichtungen gibt. Das ist immer ein grundverschiedenes Setting. Es gibt zum Beispiel welche, die eine Zombie-Apokalypse nachspielen. Es gibt Endzeit, so à la Mad Max-Style, gibt es LARPs. Aber das Größte ist eigentlich, und das ist auch das, was wir machen, ist das Fantasy-LARP. Es ist, wenn man so will, wie Paintball, nur dass ich nicht auf Leute schieße, sondern Leute im Nahkampf besiege, auch nach Punkten. Und abgesehen davon ist es noch viel, viel mehr. Es sind Künstler da, es sind Musiker da, es ist Stadtspiel da. Es ist eine komplette Welt, in die man sich einleben kann, um mal von der normalen Welt mit dem ganzen Scheiß, den man hier so täglich kennt, Abstand zu nehmen. Und ich glaube, es ist einfach ein Abenteuer. Und jeder, der Bock hat auf Abenteuer, ist da absolut gut aufgehoben. Im fernen Mythodea zieht eine Finsternis auf. Firin Krähensang, der Anführer der Armeen des Bösen, bedroht den Kontinent mit Krieg. Sollte er obsiegen, so wird er Mythodea mit einem Panzer aus Eis überziehen. Alles Leben wäre für immer erloschen. So bricht der Clan der Braker Keltoi gemeinsam mit dem Kampfverband des Blutpaktes auf, um Firin und seine Heerscharen zu stellen. Doch Firin ist unendlich mächtig. Kein Normalsterblicher vermag ihn zu töten. Nur der Heldin Ziofra könnte dies gelingen, mit ihrem Schwert der Zeit. Bevor sie jedoch Firin zum Entscheidungskampf fordern kann, gilt es, das Schwert mit magischen Kräften aufzuladen. Nur so ist Ziofra auch stark genug, Firin zu stellen. Der Blutpakt steht ihr zur Seite. Und so beginnt sie. Die Schlacht um Mythodea.